Wenn Sie die beiden Länder zusammenzählen, bei den AfD-Stimmen sind die an der Spitze. Das kann man nicht negieren, darf man auch nicht. Und dort mache ich die Erfahrung, ich meine, es zeigen ja auch die Umfragen, dass ein großer Teil derer, die AfD wählen, nicht die AfD wählen wegen des Parteiprogramms der AfD, sondern weil sie mit den etablierten Parteien unzufrieden sind. Das stützt sich auch auf verschiedene Umfragen. Infratest DIMAP, bei der Europawahl eine Umfrage gemacht, dass 2/3 derer, die die AfD wählen, die AfD aus Protest wählen. Und da müssen wir uns alle Parteien, alle etablierten Parteien, an die eigene Nase packen. Da reicht es nicht mit einer Antwort, dass wir sagen, jetzt bei allen Themen tun wir uns zusammen und Hauptsache gegen die AfD. Sondern da muss man sich einfach die Frage stellen, woran liegt das? Und das sind natürlich Basispunkte, dass es in Deutschland vernünftige Glasfaserverlegung geben muss, dass es Handyempfang geben muss. Das ist, muss eine Selbstverständlichkeit sein. Aber ich erlebe auch, und das ist auch ein Phänomen in Westdeutschland, nicht nur in Ostdeutschland, dass, ich sag mal früher, ich komme aus einem Dorf in der Nähe von Paderborn mit 2700 Einwohnern. So, ich bin da aufgewachsen, ich habe, glaube ich, die Hälfte meiner Kindheit auf dem Fußballplatz verbracht. Da hat man dann Fußball gespielt, man traf sich. Als man dann älter war, hat man sich auch mal in der Kneipe getroffen. Man ging dort in die Kirche und es gab Treffpunkte. Damals hatten wir 6, 7 Kneipen in diesem Ort. Heute noch 1, 2, die aber gar nicht jeden Tag aufmachen. Das heißt, die Sparkasse gab es früher, heute gibt es noch einen Automaten. Das aber heißt, die digitalen, ganz kurz, ja. Bin sofort fertig. Das heißt, diese digitalen Begegnungen nehmen zu. Ja. Und die analogen nehmen ab. Ja. Das ist sehr deutlich auch im Osten zu spüren, aber auch im Westen. Was folgt daraus? Brandherde gab es schon immer. Nur damals hatte man zu Hause eine Sicherheit. Man wusste genau, man geht zum Nachbarn oder man trifft sich in der Kneipe. Und diese Sicherheit, ja, dass ich zu Hause dieses Heimatgefühl habe, ja, da bin ich immer sicher, das gerät unter Druck. Und da müssen wir halt gegensteuern, helfen, dass das nicht passiert, indem wir auch die ländlichen Räume wertschätzen und auch unterstützen in dem, was sie machen und uns nicht nur auf die Städte konzentrieren. Gaststätte ist ein gutes Thema. Ich würde zumindest mal gucken, dass wir mit einem Gläschen Wein noch in diese Runde weitergehen, wenn Sie mich dann entsprechend kurz entschuldigen. Ich gucke mal, was der Fisch macht. Wir sind gespannt. Bevor wir das Thema Digitalisierung und ländlicher Raum und was tut man gegen das Gefühl, abgehängt zu sein, diskutieren, bleiben wir doch mal einen Moment bei den Aussagen, die Sie im Interview getroffen haben. Als Mutter einer 7-jährigen Tochter, die in eine öffentliche Grundschule geht, habe ich natürlich ein großes Interesse und mich bewegt das wirklich, wie ist die Situation an den Schulen. Wenn Sie deswegen zu Beginn des Schuljahres in einem Interview gesagt hätten, wir haben ein Problem, wir haben einen akuten Lehrermangel, so, die Klassen sind zu groß, wir brauchen kleinere Klassen, damit auch die Lehrer Zeit haben für die einzelnen Kinder, die ein Problem mitbringen. Weil nicht nur Kinder, die mit Deutsch Probleme haben, bringen was mit, sondern der eine oder andere kommt aus einer Familie, wo es gerade Zoff gibt und so weiter, wo die Lehrer vielleicht auch was puffern müssen. Aber all das haben Sie nicht in den Mittelpunkt gestellt. Nicht die Frage, kriegen die jetzt überall umsonst im Schulbücher, machen wir die Klassen kleiner, sondern Sie haben das Thema Kinder, die nicht ordentlich Deutsch sprechen, in den Mittelpunkt gestellt. Und dann haben Sie in diesem Interview, und bei einem Interview, das gibt man ja immer frei, haben Sie noch gleichzeitig in dieses Zitat mit reingepackt, dass es Kriminalität gibt, einen grausamen Mord, sage ich mal, von jemandem, der aus der Schweiz nach Deutschland gekommen ist, offensichtlich eine psychische Störung hat und dort auf dem Frankfurter Bahnhof ja ein Kind ermordet hat, das noch mit in Zusammenhang gebracht und haben gesagt, und da entstehen Parallelgesellschaften. Und da muss ich mir sagen, damit haben Sie etwas gemacht, das nennt man vielleicht neudeutsch Framing, man kann auch sagen, Sie verbinden da in den Köpfen der Menschen zwei Dinge. Kinder, die einen migrantischen Hintergrund haben und nicht so gut Deutsch sprechen und ein grausamer Mörder, der nicht deutscher Staatsbürger war. Doch das ist assoziativ abgelaufen und das fand ich das Problematische daran. Wenn Sie einfach gesagt haben, wir brauchen mehr Deutschunterricht für die Kinder und so weiter, wir müssen da extra begleitende Kurse machen, hätte ich Ihnen vielleicht sogar Beifall gezollt. Aber dass Sie es genau damit verbunden haben und dann von Parallelgesellschaften genommen haben, das nehme ich im Übel, weil Sie damit nämlich in den Köpfen der Menschen die Kinder, die offensichtlichen migrantischen Hintergrund haben, mit Mördern in einem Kontext gestellt also haben. Und das finde ich hochproblematisch. Diesen Zusammenhang haben einige Politiker gesehen, der Opposition. Nein, das haben Sie doch gesagt. Ich habe doch Ihr wörtliches Zitat mir angeguckt. Kann sich ja auch jeder durchlesen. Ja. Mir ging es, also ich will auch, dass wir mehr Lehrer haben. Wir wollen es ja jetzt hier auch nicht streiten. Mir ging es um einen ganz anderen Punkt. Vielleicht darf ich den noch sagen. Bitte. Mir geht es darum, dass in Deutschland in der Regel 4-Jährige einen Sprachtest machen, um zu prüfen, muss man noch unterstützen oder nicht. Den machen auch viele, aber danach passiert nichts. Es gibt keine Konsequenzen. Und wenn seit Jahren Lehrer mich ansprechen,
Pädagogen, Lehrerverbände, aber auch immer mehr Eltern sagen, wir schicken unsere Kinder auf eine Privatschule, obwohl wir uns das hätten nie vorstellen können. Ich möchte da keinen Keil zwischentreiben, aber dann ist es verdammt nochmal die Verantwortung eines Politikers, dieses zu sagen. Wir haben jetzt schon ganz, viele Themen angesprochen. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen auf eins noch mal zurückzukommen, was wir schon leicht angesprochen haben. Wir haben eine Veränderung auch in der politischen Lage zumindest jetzt erstmal schon mal mindestens zwei neuen Bundesländern. Und Ihr Parteikollege, Freund Dietmar Bartsch hat gesagt, wir sind Systempartei geworden oder so ähnlich, wenn ich das, wissen Sie wahrscheinlich besser, als ich das zitieren kann, und das als Begründung herangezogen, warum sich Protest, Sie haben von Demütigung im Zusammenhang mit, was heißt das? Wollen Sie Systempartei sein oder nicht? Nein, wir wollen die Systemfrage stellen, weil der Klimawandel uns ja vor Augen führt, dass die jetzige Produktionsweise so nicht weitergehen kann. Und auch weil wir zum Beispiel im Mietenbereich sehen, da hat man ja über Jahrzehnte hinweg nur auf den Markt gesetzt, und im Mietenbereich sehen wir ein eklatantes Marktversagen, wo man sagt, hier braucht es wieder entsprechend eine starke öffentliche Hand, die agiert. Also insofern bin ich eine demokratische Sozialistin und finde sehr wohl, dass wir auch darüber reden müssen, dass es Alternativen zur kapitalistischen Produktionsweise gibt. Ich habe eine andere Analyse oder würde das auch anders wiedergeben, was Dietmar Bartsch gesagt hat. Das, was Menschen mit der Wahl der AfD zum Ausdruck bringen, ist nicht einfach Protest. Das ist entweder eine wirklich inhaltliche Übereinstimmung. Wir wissen, dass 70-50% sie wegen ihrer Inhalte wählen, und dann gibt es etwas anderes. Und das habe ich mir nicht am Studiertisch ausgedacht, sondern weil ich gehe wirklich rein in Plattenbaugebiete, bin regelmäßig für morgen vors Jobcenter, und die Leute können mir immer alles mitten ins Gesicht sagen. So, also ich bekomme das total rau und ungefiltert direkt mit, was Leute so sagen. Und was die mir oft sagen ist so, wir haben euch so oft gewählt, es gibt immer noch Hartz IV, jetzt will ich es mal, es muss denen so richtig wehtun da in Berlin. Also es gibt so einen Frust auf das, was man als Elite in Medien und Politik ansieht, und die haben offensichtlich die Erfahrung, es reicht nicht einfach nur Protest auszudrücken, sondern es muss richtig wehtun. Und was die Menschen schon wissen war, Protest, indem sie die Linke wählen, war immer ein Protest voller Achtung gegenüber der Demokratie. Weil wir zwar Probleme mit der Wirtschaftsordnung haben, aber halt sozusagen fest sozusagen eher die Demokratie noch verteidigen gegen Einschränkungen. Und mit der AfD bringen sie einen Unmut zum Ausdruck, der voller Verachtung gegenüber der Demokratie ist. Das kann man nicht stoppen, auch nicht, indem man sagt, wir blinken mal ein bisschen nach rechts, weil diese Verachtung von Demokratie können wir nicht ausstrahlen. Was hilft jetzt? Wenn wir den Rechtsruck nachhaltig aufhalten wollen, müssen wir auf der Bundesebene einen grundlegenden Kurswechsel einleiten. Ich nenne das eine sozialökonomische Wende. Ich möchte wie folgt ganz kurz nur skizzieren. Alle müssen vor Armut geschützt werden. Die Mitte muss besser gestellt werden. Bezahlbares Wohnen muss für alle möglich sein. Der ländliche Raum besser angebunden werden. Und fünftens müssen wir in der Wirtschaft hinkommen, wo gilt, Profite sind wichtiger als Mensch und Natur, sondern es muss genau andersrum gelten, Mensch und Natur sind wichtiger als Profite. Ich werfe jetzt mal eine andere These in den Raum. Könnte es nicht sein, dass die derzeit in Deutschland im Mainstream debattierten politischen Themen alles Westthemen sind? Sind das nicht Themen einer in Anführungsstrichen Westelite, die wohlstandsgeprägt sich mit Themen befasst, die vielleicht jemand, der unter prekären Lebensverhältnissen sein Dasein fristet, etwas weniger interessieren? Also erstmal würde ich vorsichtig sein. Ob ein SUV wichtig ist oder nicht zum Beispiel. Ich würde vorsichtig sein, Ost und West zu trennen. Ja, also die Funklöcher gibt es im Osten. Aber die Wahlergebnisse waren im Westen jetzt doch andere als im Osten. Ja, aber das habe ich ja eben versucht auch zu erklären, auch mit dem Thema Einengung, Meinungsfreiheit, so hart es ist. Aber ich muss es aussprechen, weil es meine Überzeugung ist. Was ich beobachte, ich weiß nicht, wie es da Frau Kipping geht. Wir sind groß geworden mit der sozialen Marktwirtschaft. Das war eine Klammer, dass wir gesagt haben, wir setzen auf die Eigenverantwortung. Machen wir heute immer noch mit voller Wucht. Und diejenigen, die die Eigenverantwortung nicht wahrnehmen können, ich denke jetzt beispielsweise an die Erwerbsgeminderten in Deutschland, 1,7, 1,8 Millionen Menschen, die unterstützen wir auch mit voller Wucht. Und so hatten wir eine Klammer und haben dieses Land zusammengehalten. Heute ist es schon so, dass es eine Gruppe gibt, wo der Wohlstand schon
mehr oder weniger ausgeprägt ist, wo es jetzt vielleicht zum Teil auch andere Themen gibt als bei einer anderen Gruppe. Also was ich beispielsweise wahrnehme, ist, dass die einen sagen, Grenzen offen und die anderen Grenzen zumachen. Also dass es diametral die Positionen gegenüberstehen und dass irgendwie diese Klammer fehlt. So, und das mache ich in vielen Bereichen, diese Erfahrung. Und ich merke, ein Verstärker sind die sozialen Medien. Ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr, ich sage jetzt mal, über Facebook oder in Gruppen bei Facebook informieren, wo die eigene Meinung wiedergespiegelt wird, wo man sich gar nicht mehr mit dem Gegenargument befasst. Und dann ist es natürlich auch für uns Politiker schwierig, dass ich gar nicht mehr mit jemandem in die Argumentation komme. Also ich beispielsweise, ich beantworte jede Mail in meinem Wahlkreis persönlich, seit 10 Jahren, weil ich einfach wissen will, was brennt den Leuten unter den Nägeln. Und dann komme ich auch mit denen ins Gespräch und häufig telefonieren wir oder wir treffen uns, damit ich auch weiß, ja, wie ist das Gegenargument, um weiterzukommen. Aber im Netz ist es manchmal schwierig, überhaupt mit jemandem ins Gespräch zu kommen, weil das andere Argument gar nicht mehr angehört wird, weil man sich nur noch dort informiert. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber es ist einfach eine Entwicklung. Und einfach ignorieren, also sprich ein Netz, das bekanntermaßen diejenigen fördert, die besonders eher sich radikal äußern wollen, einfach ignorieren, dem nicht die Bedeutung geben. Weil ich frage deshalb so blöd, weil das korrespondiert ja nicht damit, dass man es gibt im ländlichen Raum keinen Breitbandausbau und dann soll aber angeblich aus dem ländlichen Raum, dort wo es gar keinen Internetanschluss kommt, soll dann sozusagen der Shitstorm kommen. Das macht ja irgendwie in sich keinen Sinn. Das Problem ist eher, dass es über die Algorithmen immer einen Effekt gibt, dass die Leute in ihrer eigenen Blase bleiben. Also wer einmal mit bewusst sich ein Profil gibt, was eher reaktionär ist, bekommt dann nur Informationen, die dahin kommen. Also das ist ein echtes Problem, wie das funktioniert. Aber ich würde zu Ihrer Anfangsthese nochmal zurück, sind das Westdiskurse. Ich tue mich schwer damit. Also was ich schon merke, ist, dass es, also weil ich ja lebe da ja in zwei Welten und habe oft das Gefühl, in so einer Sandwich-Situation zu sein. Ich bin viel in Sachsen unterwegs, in Dresden und zugleich natürlich als Bundesvorsitzende permanent von den Bundesmedien gefragt. Und ich habe oft gemerkt, dass auch die Journalisten, die wirklich den Osten verstehen wollen und total wohlmeinend waren, da waren und dann so Fragen hatten. Eine der meistgestellten Fragen, die ich dann so bekam, war: Aber die Marktplätze sind so schön geworden im Osten, warum sind denn die Leute so wütend? Und natürlich, die sind wirklich zauberhaft. Also ich meine jetzt mal Tourismuswerbung zu machen. Es lohnt sich, durch Sachsen zu reisen, auch durch die kleinen Dörfer. Die Marktplätze sind wunderschön. So, wenn ich jetzt aber zum Ostdeutschen gehe und sage, du, die Marktplätze sind doch so schön, da sagt er, ja, aber sag doch nichts darüber, wie es den Leuten geht, die dahinter wohnen. Oder denjenigen, die gar nicht mehr am Marktplatz wohnen können, weil sie verdrängt wurden. So, also das sind, die Wahrnehmungen sind da sehr, sehr unterschiedlich.